Bereit? Ja. Wollen wir los? Ja, warte, ich will meinen Kaugummi noch kauen. Ich muss mich jetzt mental drauf vorbereiten. Das Ganze auch nach Rauch stinkt. Ja. Ah, furchtbar. Mama, ich hab dir eine Flasche auch reingepackt. Super. Limonade. Guten Morgen, Bruder. Es geht schon wieder los. Aber morgen ist Schneefall gemeldet. Könnte sein, dass der Wind auch ein bisschen dreht. Ich weiß nicht. Weidmanns Heil, liebe Nachtjäger und Saunjäger. Ich bin wieder bei meinem Freund, dem passionierten Saunjäger Fabian, in seinem Revier in der Rhön. Wir wollen diesmal gar nicht großartig Geräte vorstellen, sondern wir wollen das tun, wo wir uns auch kennengelernt und schätzen gelernt haben. Wir wollen Saun jagen. Also kommt mit in dem Teil Sau, Biber und Fuchs. Es schneit. Let it snow, 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 da, 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 da. Fabian, es ist jetzt 9:30 und gib mal ein Fazit. Was haben wir bis jetzt gesehen? Rehwild. Ja. Viel Rehwild. 2 Dachse. Ja. Ein Fuchs. Eventuell Rotbild, wissen wir nicht, war zu weit, aber wir gehen davon aus, dass es Rotbild war. Das eine vordere Stück war, schätze ich mal, wirklich ein Stück Rotbild. Ja. Du hast eben schon, sitzt ja jetzt in einem Lader. Ja. Ja, wie immer. Wie immer. Und fahren von Spot zu Spot und leuchten dann eben ab und warten tatsächlich, was passiert. Du arbeitest jetzt noch mit Funkkameras, um auch nochmal einen Blick dichter zu bekommen. Und du hast 2 Geräte schon mitgehabt, mit denen hast du abgeleuchtet. Genau, also ich hatte einmal heute die Zeiss dabei. Die kennen wir schon, die 335er. Gibt es jetzt neu als 25er Ausführung, kleineres Objektiv, größeres Sehfeld, günstigerer Preis. Also die ist dann um die 2200 Euro schon zu haben. Und wir haben noch was dabei. Das neue Limke Lux 1 Wärmebildvorsatzgerät. Sehr interessantes Gerät. Habe ich jetzt 4 Wochen lang draußen mit dabei gehabt. 640, 512 Pixel, 12 Micron. Wird hier in Deutschland in Wetzlar gebaut. Also wirklich ein deutsches Produkt. Ja, und ist wirklich ein Top-Gerät. Also ein Wärmebildvorsatzgerät logischerweise, ein Dual-Use-Gerät. Aber es macht richtig Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Schön ist halt allein schon die Bedienung. Wir haben hier an der Seite diesen neuen einen Ausschalter. Sprich 3 Stellungen. 0 ist aus logischerweise. 1 nach vorne ist Standby-Modi. Nochmal 1 nach vorne ist an. Kannst also das Gerät komfortabel auf der Waffe im Anschlag führen. Ja, und gehst dann einmal vom Standby mit einem Klick nach vorne und los geht's. Flip-Up-Deckel, das heißt massiv, hochwertig verarbeitet. Fokus der Schärfe hier vorne. Menüs hier oben drauf. Schön bei dem Gerät ist, wenn ich nicht möchte, muss ich mich technisch damit nicht auseinandersetzen, wie du es ja bei mehreren Bildräten kennst. Das Gerät ist sehr einfach aufgebaut. 3 Menüebenen, du kannst dir eine eigene Ebene zusammenstellen, wenn du willst. Also, ich habe meine jetzt so gemacht, zum Beispiel, dass ich hier hinten Video-Foto habe. Hier in der Mitte kann ich umschalten zwischen dem normalen Modus und dem Regenmodus. Also Rain-Modus ist dann einfach so, wenn die, kennst du ja von Wärmebildgeräten, bei schlechter Witterung draußen, die Wärmesignaturen immer schlechter werden, schalte ich den Modus hier dazu, dann wird das Ganze nochmal verstärkt. Also wirklich extrem verstärkt. Deutlich besser. Ja, und hier vorne mache ich dann meine Helligkeit. Das habe ich für mich so eingestellt, weil ich ja gerne mit dem Modus extra dunkel jage. Das heißt, der Hintergrund ist dunkler, das Stück Bild wird mehr hervorgehoben. Finde ich persönlich vom Kontrast her sehr gut. Man kann damit auch sehr gut ansprechen und ist auch nicht so für die Augen so reizend, dieser Modus extra dunkel. Also finde ich ihn auch wirklich schön zum Jagen. Ja. Rusan oder SmartClip Adapter? Ja, ich liefere die gerne mit SmartClip aus, weil eben der Hebel an zur Seite geht. Von der Präzision her ist es wirklich gut. Also ich habe da einige Tests mit gemacht. Hat bis jetzt immer funktioniert, nicht einmal irgendwie nicht das gemacht, was es soll, also wirklich gut.
Wie immer bei Wärmebild, Probeschuss muss auf jeden Fall gemacht werden. Ich hatte jetzt Glück gehabt, ich habe es rausgeholt aus dem Karton, aufgesteckt, einen Probeschuss gemacht. Der war ein bisschen hoch, vielleicht so ein Stückchen, einen Klick tiefer gestellt und das war's dann. Wie macht man das bei dem Gerät? Eigentlich relativ einfach. Du gehst ins Menü hier auf die Menüebene und gehst in den Menüpunkt, die Treffpunktlage einzustellen. Und dann siehst du aber, das ist sehr schön gemacht, wohin du gedreht hast, ja, und wie viel. Also ich muss ja nicht rechnen, irgendwas, ja, was habe ich denn jetzt? Nein, du siehst genau, alles klar. Ich habe jetzt 8,3 cm nach unten gedreht, fertig. Was machst du, wenn du das auf einer anderen Waffe verwenden möchtest? Du kannst verschiedene Gewehre oder Kaliber eben abspeichern. Gewehr 1 habe ich jetzt hier drin. Sieht man auch im Gerät sehr schön, wenn man es einschaltet und schaut durch, ist unten in der Mitte vom Gerät, also ziemlich im unteren Bereich, der Batteriebalken. Also dass du siehst, wie voll der Akku ist und welches Gewehr du hast. Steht dann jetzt hier zum Beispiel Gewehr 1, nebendran G1. Okay. Die Anzeige, die ist mittig immer? Oder? Ja, die ist mittig. Okay. Ist nicht schlecht, auch als Kontrolle, wenn man das Gerät montiert, dann siehst du quasi so, wenn du es drauf machst, schon an der Achse von dem Absehen und dem Batteriefach, ob du das Gerät gerade montiert hast. Und man kann die Information auch sehen, auch wenn man rein vergrößert quasi. Ganz genau, ganz genau. Man kann auch das nur einstellen im Menü, in welchem Bereich ich dieses Bild sehen möchte. Also ich kann es weiter reinzappen oder weiter ausstreben, wie ich möchte. Je nachdem, was du für eine Vergrößerung auch hast. USB-C ja. Sehe ich an der Seite im genau, Anschluss. Zum Aufladen oder genau. Dann eben die Daten auszulesen am PC. Mhm. Und WLAN hat es auch, ja. Ganz genau, Wi-Fi jetzt auch. Also eigentlich alles, was man möchte, hat das Ding. Es ist sauber verarbeitet, ist ein Alugehäuse, hat um die 500 Gramm. Und wie gesagt, ein deutsches Produkt halt einfach, ist ja was Neues. Hat sich jetzt was geändert? Liemke gehörte zur Blaser Group. Mhm. Also ich würde sagen, das Produkt ist ja eine Eigenentwicklung gewesen, wirklich sauber, ordentlich. Wie du sagst, einkaufen kann ein Erlebnis sein, wie es schon ankommt halt. Ne? Der Karton ist ordentlich, das ist schön verpackt, da ist eine schöne Anleitung mit bei, das sieht sauber aus. Das passt halt einfach alles zusammen, ist gut gemacht. Finden Sie sich das im Preis wieder? Es ist eigentlich typisch, man sollte mehr erwarten dafür, aber es liegt unter 4.000. Also 3.950 Euro ist UVP. Das ist für so ein Gerät mit den Leistungsparametern und für Made in Germany mit deutschem Service wirklich in Ordnung. Da bin ich gespannt, ob das heute noch Anwendung findet. Ja, hoffen wir es mal. Also ich möchte es gar nicht so weit wegpacken. Ich packe es hier in mein Beutelchen rein und hoffe, dass wir es nachher wieder rausholen. Aber in das Täschchen vom Fabian heute. Es fängt zäh an diesem Abend, aber das wird spannend weitergehen. Und es fängt an mit einer zufällig entdeckten Rotte an einem Radweg, den wir entlang pirschen, aber seht selbst. Ich bleibe auf dem Radweg stehen und Fabian geht die Rotte auf der Koppel an, baut sich auf und sucht das passende Stück. Doch dann passiert Folgendes. Ein einzelnes Reh bekommt uns mit, schreckt und die Rotte geht ab. Es ist wirklich so, es ist trotz der Technik noch ein bisschen weit Glück. Vielleicht kommt dem Koller ja noch eins. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Wenn ich mir mal nachher eine anständige Brotzeit, ist auch was wert. Ja. Eigentlich gut für uns. Ja. Da hatte ich ja vorhin schon gedacht, jetzt fängt das richtige Schneien an. Wir haben 5 cm Neuschnee vielleicht und dann ist hier nämlich Feierabend, weil dann zieht nämlich warm. Ja. So, nächster Spot. Dann schauen wir mal kurz, ob wir da irgendwas sehen. Ja. Neue Lage. Ja, also wir haben eine neue Lage. Wir haben jetzt gerade ein Bild von der Kamera bekommen. Ich sage dazu immer Wühlacker. Also wir haben da so ein bisschen so Getreideausputz vergraben da drin und ein bisschen eingebuddelt. Sieht man ja wunderbar. Mhm. Wir haben hier eins, zwei, das sind zwei scheinbar. Ja, hintereinander. Ja, also wir haben alles dabei, alle Größen. Mhm. Das heißt für uns wieder jetzt aktuell, wenn wir unten anpirschen, aufpassen, gucken, welche gehört zu wem. Ja. Vielleicht, dass wir irgendeine mittlere rausschießen, wenn es geht.
Und wir müssen halt gucken, wie wir rankommen. Der Wind war jetzt eher von Nordwest kommend. Das wäre da unten passen. Wir haben nur ein Problem. Wir müssen da unten von unten kommen. Das heißt, wir müssen die Waffe laden, die Straße überqueren und dann wirklich den Wald hochpirschen, von unten nach oben. Problem ist das, es ist wie so ein schmaler Waldweg, wo der hochgeht. Ja, ich laufe hinterher. Der ist sehr steinig und Laub ist da. Also wir müssen wirklich schön langsam Step by Step gehen. Ja. Wichtig ist dann jetzt schon mal eins vorab, wenn ich dann soweit bin, nehmen wir an, ich würde zum Schuss kommen, dass du gleich schaust, wo die hinrennt. Weil der Wald ist unübersichtlich, also du musst gleich gucken mit dem Wärmegerät. Mach ich. Ja, wer die einzige Chance hat. Also probieren wir es halt. Probieren wir's. Step 2, Leute. Wir gucken mal. Vielleicht ist Diana uns diesmal holt. Oder vielleicht schreckt diesmal ein Dachs, ich weiß ja auch nicht. Oder irgendwas an. Oder irgend so. So, keine Ahnung. Also, und es fängt wieder an zu schneien. Ja, es fängt an zu schneien, ja. Also, also der Plan war gemacht und genau so haben wir es versucht auch umzusetzen. Fabian macht sein Gerät klar, auf dem Weg dorthin checkt er nochmal die App mit der Funkwildkamera, ob die Saunen noch da sind. Und dann geht es in den dunklen Wald über den Waldweg und möglichst ohne Geräusche. Das klappt auch tatsächlich. Fabian ist keine 50 Meter mehr entfernt von der Rotte. Ich bleibe ein wenig dahinter und versuche kein Geräusch zu machen. Möglichst mich ruhig zu verhalten und dann dauert es für mich eine gefühlte Ewigkeit, bis Fabian zum Schuss kommt. Ja, ich sehe ihn. Ich habe den Schweiß natürlich nicht gesehen. Aber ich habe gesehen, dass der unrund lief. Im Schuss habe ich gesehen, wie er rausspritzt. Hm. Guck mal, da siehst du echt alle paar Meter wieder. Ja. Krass, gut getroffen. Da habe ich angehalten, knapp hinterm Blatt. Ja. Ach, komm. Schöner Schuss. Ach, ich freue mich. Ja, ich auch. Aber das obere war der Keiler, wie ich aufstand, habe ich ihn gesehen. Das war so ein 80, 90 Kilowatt wieder. Mhm. Der hätte auch gepasst. So. Du kannst du nachher aufstehen. Wahrscheinlich stinkt der auch jetzt ordentlich, ne? Ja, deswegen. Wobei, das ist die richtige Entscheidung. Der letzte Woche, wo wir geschossen haben, der hat nicht gestunken. Aber das war auch ein Zufall wahrscheinlich. Aber der ist gut. Perfektes Kükenschwein. Freut mich echt. Nimmst du meinen Stock mit, zieh ein Stück vor. Genau. Dann holen wir einen Korb da in Bergen, den trinkt noch ein Bierchen. Brotzeit. Fertig, Mensch gehalten. Ich habe jetzt Hornady GMX. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe gar nicht groß rumprobiert. Die hat bei meiner R8 super geschossen, gleich von Anfang an. Und dann habe ich auch gemeint, was soll ich da jetzt rumbasteln? Bleibt mal dabei, fertig. Boah, guck dir da, guck mal da hin. Weil sie immer sagen, das Zeug schweißt nicht mit Bleifrei. Da guck mal da hin. Das ist auch so ein Märchen vor ein paar Jahren. Das ist echt der Hammer, ne? Ja, ja. Das hat viel mit dem Treffergewicht zu tun. Ja, gut, wenn ich den jetzt weich treffe, dann rennt er natürlich weg, ist klar. Ja, ja. Fast Sauengarantie bei dir. Fast, ne? Ja. Aber weißt du, was mich noch wurmt? Na? Die ersten von heute Abend, ne? Ja,
aber das, das wurmt noch, ne? Das macht's doch aus. Ja. Das Wild darf gern noch eine Chance haben. Ja, und deswegen die Bache, wo der dabei war bei der ersten, ne? Ja. Die ist wirklich. Jo. Ja, ja. Die führt den Laden. Mehr Chancen. Die jetzt fand ich, diese Rotte hier, ja, die waren nicht so schreckhaft. Du hast gesehen, ja, die sind da oben nochmal stehen geblieben. Mhm. Trotzdem Schuss. Ja, ja, ja. Und die andere ist kilometerweit gerannt, nur weil der Reh geschreckt hat. Ja, ja. Also, Resümee. Flucht vielleicht 20 Meter. Schweiß viel. Vorne die GMX. Kann man nichts sagen. Funktioniert. Muss man echt sagen. Das sage ich dir schon seit mehreren Jahren. Trefferlage war gut. Ja. Und Schweiß, also wirklich reichlich Fischzeit, ne? Ja, Schweiß war gut. Also aber die Wärmebild kann man nicht gebrauchen. Nee. Also heute gut, was man auch dazu sagen muss, mit dem Schnee siehst du halt natürlich gleich. Ja. Ja. Aber selbst auf den Buchenblättern, da, das ist ja sonst immer so ein Problem, aber es war so viel Schweiß, guck, man sieht auch deutlich sichtbar. Also ich denke mal, die Lunge ist bei dem ziemlich kaputt. Ja, glaube ich auch. Das hat ziemlich gewirkt. Aber war auf jeden Fall in Ordnung heute. Mhm. Aber ich habe jetzt schon ein paar Stücke mit der Hornady geschossen. Mhm. Nur 20, 25 Schweine bestimmt und 3, 4 Stück Rehwild. Und auch ein Hirsch. Der Hirsch, erstaunlicherweise, super gezeichnet. Flucht vielleicht 10 Meter, ist einfach umgefallen. Ja. Also auch das Märchen, dass die Munition dann bei leichterem Wild nicht wirkt, kann man jetzt eigentlich auch nicht bestätigen. Weil der Frischling ist jetzt wirklich kein Schwergewicht. Ja. Und saubere Kugel und ist 20 Meter gelaufen. Dann bleibst du ja vielleicht mal bei einer Munition. Also davon habe ich jetzt 10 Schachteln. Ne? Ja, da kommst du erstmal mit aus. Ja, gut. Mit der Wärmebild kann man noch den Biber gefilmt. Wie er geklatscht hat eben, ne? Ja, der verdreht die Angabe damit. Hm? Ich hab mal gelesen. Oh, den müssen wir bei Tag nochmal filmen, du. Wenn der Biber aufs Wasser schlägt. Ja. Danke. Jetzt ja, habe ich ihn gefilmt. Krass, oder? Ja. Komm, wir laufen mal ein Stück vorwärts. Hält das aus. Vor allem, er hat nicht nur Sauen, sondern auch einen Biber im Revier. Ja, kann, ne? Und den hat er schon oft, hat er gesagt, dass er einen hat und heute haben wir ihn gesehen, durch Zufall. Guck mal da, dass er alles da reingestellt hat. Ja, ja. Krass, oder? Schon Baukünstler, ne? Ja. Der kleine Mann. Und Sportnachkorn, ne? Nein. Nein. Einmal. Ich dachte, du magst immer diese Sport mit Korn, so habe ich gedacht. Nein, nein, nein. Einmal nachher. Das ist ja so eine Spezialität von dir, ne? Sport auf Korn. Nein, tatsächlich nicht. Nee? Nee, nee, da hast du mich ja mal tatsächlich überredet. Mal. Ich dachte, du magst es gerne. Jetzt siehst du aus wie der bei Full Metal Jacket, der Cowboy, weißt du?